Hallo zusammen, da bin ich mal wieder, euer Snake Oil Audio. Ja, und heute mache ich mal was Ungewöhnliches, nämlich ich werde ein anderes Video kommentieren, beziehungsweise so meine Meinung dazu euch mal rüberbringen. Und zwar ist das ein Beitrag vom SWR. Und ähm, bei diesem Beitrag geht es darum, wie man Lautsprecher baut. Und ne, die, die haben eine ganze Serie von Videos gemacht, wo es um Handwerkskunst in Deutschland geht. Und ähm, ja, und in dem Zusammenhang haben die sich halt einen Mini-Lautsprecherhersteller in ihrer Umgebung rausgepickt und haben über den so eine, so eine Doku gedreht. Und äh, ja, die kam vor, weiß ich nicht, sechs Wochen oder so, sechs, acht Wochen, so in der Kante, kam die raus und die hat inzwischen über 200.000 Aufrufe. Und äh, ich würde mal sagen, damit ist dieser Beitrag vermutlich das meistgesehene Hi-Fi-Video. Deutschlands. <laughs> 200.000 ist schon eine Ecke. Ich meine, wenn man überlegt, auf der High End, die High End hatte 20.000 Besucher, ist eine internationale Messe, natürlich mit einem großen Anteil deutscher Besucher. Aber wie gesagt, internationale Messe 20.000, ein Beitrag 200.000, da weiß man dann schon, äh, wo der Hammer hängt. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele gesehen, bestimmt auch sehr viele von euch. Diejenigen, die den Beitrag nicht gesehen haben, unten in der Videobeschreibung ähm, packe ich den Link rein. Ähm, ne, wer den Beitrag nicht gesehen hat, pausiert hier vielleicht mein Video erstmal, geht hin und schaut sich das, den Original-SWR-Beitrag an und kommt dann danach wieder zurück, äh, weil dann sind wir sozusagen alle auf dem gleichen Level und haben das alle gesehen und wissen da, worüber wir sprechen. Ja, ich finde, dieser Beitrag war sehr unsäglich und ich muss sagen, ich war ein bisschen entsetzt. Allerdings war ich nicht wirklich entsetzt von den beiden Jungs, die da Lautsprecher zusammentackern. Sondern ich war von diesem ganzen Beitrag entsetzt und ich war von den Kommentaren, die dann unten drunter stehen, entsetzt. So, warum geht mir das so und so weiter? Die Sache ist, wenn ich ein, ein Video, einen Fernsehbeitrag produziere und nenne den Handwerkskunst in Deutschland, dann möchte ich natürlich auch ein bisschen Handwerkskunst sehen. Das finde ich so ein bisschen, wenn man schon in den Titel schreibt, sollte zumindest in der Richtung was passieren. Und das hat nicht stattgefunden. Was man gesehen hat, ist, wie ein Lautsprechergehäuse auf einer CNC gefräst worden ist, also die einzelnen Bretter. Dann hat einer von diesen beiden Jungs äh, die Bretter abgeholt. Hat die in seine Werkstatt getragen, hat da ein bisschen äh, Filz irgendwie innen reingeklebt als Bedämmung, hat die aus den Brettern eine viereckige Kiste ge gemacht, hat Ding wieder zurück in die Schreinerei gebracht, die dann den Karton einmal lackiert haben, dann wieder zurück in seine Werkstatt und dann hat er da ein paar Chassis reingeschraubt, die Weiche kurz zusammengelötet. Ja, ne, Bassreflexrohr reingeschoben, ein paar Füße unten drunter geklebt und Wiedersehen. Ne, also, da war halt, und das war mehr oder weniger der gesamte Beitrag. Und danach sitzen halt die beiden Jungs da, erzählen noch ein bisschen über HiFi und ähm, hören dann ein bisschen Musik über die Lautsprecher. So, und ich finde, da ist einfach, wenn ich oben drüber die Headline schreibe, Handwerkskunst in Deutschland, da finde ich einfach sechs. Setzen sechs, da ist einfach Thema verfehlt. Ne, weil die Handwerkskunst an sich hat da nicht stattgefunden. Das war sozusagen so ein Lautsprecher, also von der handwerklichen Seite, wenn ich mir anschaue, was, was ich gesehen habe, dann kann man zu Recht sagen, von der handwerklichen Seite ist das ein Praktikantenjob. Wenn ich einem Praktikanten einen Tag lang zeige, wie das geht, nach einem Tag kann er das. Und dann kann ich einfach nicht mehr in meinem Kopf, für, für meine Begriffe, dann kann ich nicht mehr wirklich von Handwerkskunst sprechen. Von Handwerk vielleicht noch, <laughs> wäre für mich auch an der Grenze, aber Kunst ist das definitiv nicht. So, und jetzt weiß ich aber, wie so Fernsehleute ticken. Also, ich, ich bin ja selber Fernsehmensch. Und ich habe hier ne, in NRW für die für die aktuelle Stunde gearbeitet und dachte, das ist ja, die machen ja ähnliche Formate. Ne, das, n, fahr mal irgendwie zu Tante Erna nach Gastro Brauxel, die hat da gerade den dicksten Kohlkopf irgendwie geerntet. Ne, und mach mal da irgendwie so ein fünf Minuten drüber. Alles klar. So, und, und bei solchen Sachen geht es halt nicht darum, also da ist nicht das Motto, macht es schön. Ja, wir brauchen es nicht schön, wir brauchen es bis Mittwoch. Das ist ja so das geflügelte Wort. Das heißt, niemand in dieser gesamten Produktionskette hat die Zeit, sich wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, was er denn da jetzt filmt. Da hat keiner die Zeit, sich in dieses Thema einzuarbeiten. Worum geht es denn da überhaupt und so weiter? Da hat keiner die Zeit, sich... Damit auseinanderzusetzen wird, wer denn jetzt tatsächlich beim Lautsprecherbau der handwerkliche Part, wenn die da jetzt irgendwie den ganzen Kram auf einer CNC zusammentackern, ja und dann irgendwie in ihrer Fuckelwerkstatt ein bisschen mit Heißkleber rummachen. Wo ist die Handwerkskunst, ja, Wie kann ich die zeigen? Die Frage stellt sich bei so einer Produktion. Aus meiner Erfahrung, ich habe jetzt nur 30 Jahre Fernseherfahrung, ich kann da irgendwie falsch liegen, aber was ich so erlebt habe, ist das eine Frage, die stellt sich keiner, sondern da kommt ein Kamerateam und die sagen, wir wollen jetzt drehen, so, was hast du denn für uns? So, und dann, da halt man die Kamera drauf und ab dafür. Und genau so hat dieser Beitrag ausgesehen. Gleichzeitig sind, ja, also die, 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 das Fernsehteam das war, das kam für mich direkt drüber, die haben von HIFI Null Ahnung, von Lautsprecherbau Null Ahnung. Und die halten einfach die Kamera auf den Fleck, wo sich wird bewegt. Kann man denen nicht vorwerfen, weil die machen ja irgendwie 100.000 verschiedene Beiträge und die können sich ja jetzt nicht mit jedem Thema auskennen. Ja, also es war aber einfach klar, dass da... Da ist nicht wirklich Vorbereitungszeit in diesen Beitrag reingegangen. Und hat man sich mal vorher überlegt, welche Bilder kreiere ich denn hier? Was ist denn die Geschichte, die ich erzähle? Und so, und so weiter. Hat einfach ganz offensichtlich nachvollziehbar für jeden nicht stattgefunden. Gleichzeitig habe ich da so ein, zwei Haifa-Jungs, die sich natürlich mit Fernseh auch nicht auskennen. Ja, also ich sag mal, wenn, wenn so ein Team zu mir kommen würde würde ich da eine riesen shishi show irgendwie abziehen. Da würde ich im Vorfeld mir überlegen, was sind die Bilder, die ich überhaupt zeigen möchte, dass man, die man sozusagen mit meiner Firma in Verbindung bringen soll. Und da hätte ich dann so ganz klassische Geschichten, dass ich dann da irgendwie sitze und über so Holzfurniere gucke und dann schwer philosophiere. Die denn für unsere ausgewählte Kundschaft auch wirklich gleich genug sind und hm, zeigt mir doch noch mal was anderes, ja. Den typische Shischi-Nummer. Hätte ich irgendeinen Praktikanten hingesetzt von Riesenhaufenberg-Widerstände und hätte so getan, als, als würden wir die hier selektieren, bis hinterhin gehen. Ja, einfach um mal so ein bisschen die Show zu machen, so wie halt ein gutes Industrievideo halt aussieht. Von irgendeinem Hersteller, der irgendwas baut, egal ob jetzt Hi-Fi-Zeugs oder was anderes. Ja, ich würde mir einfach vorher überlegen, welche Bilder möchte ich erzeugen. Aber wie gesagt, die Jungs sind keine Fernsehleute. Auch das kann ich einem, einem Hi-Fi-Menschen nicht wirklich vorwerfen, dass er da kein Fernsehmann ist. Das heißt, die haben wahrscheinlich, wahrscheinlich hat das Fernsehteam gesagt, wir kommen morgen, hasse wird, wird wir filmen können. Ja, und so die Hi-Fi-Leute haben gesagt: Ja, wenn ihr morgen kommt, dann kommt mal vorbei, wir machen schon irgendwas. <laughs> und genau so sieht dieser Beitrag aus: genauso. Das war keine gute Werbung für die beiden Jungs. Das war aber auch überhaupt kein, keine gute Werbung für den SWR. Ich finde, die haben da beide maximal gefehlt. So, und jetzt kommt obendrauf, das war, das war nochmal noch so eine Besonderheit in dem ganzen Ding. Der, der Cutter, der Editor, der den Film geschnitten hat, den Beitrag geschnitten hat, war jetzt auch nicht so unbedingt die Leuchte. Der hat nämlich hingekriegt, dass man den Eindruck erweckt, das Hauptwerkzeug, was die in dieser Werkstatt da benutzen, ist die Heißklebepistole. Das haben auch ganz viele unten drunter kommentiert und die haben das sehr unterirdisch kommentiert. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, aber es war einfach so komprimiert hintereinander geschnitten. Ne? Der Typ mit Heißklebepistole, nochmal Heißklebepistole, noch eine Einstellung Heißklebepistole, noch eine, noch eine, noch eine. So. Und das war so oberpräsent, dass natürlich man auch zu Recht sagen konnte, was soll das? Also es ist, ist Handwerkskunst in Deutschland, mit der Heißklebepistole irgendwie zwei Plastikteile zusammenzukleben. Das, das kann das doch echt nicht sein. Die Sache ist, ich habe mir das dann hinterher natürlich noch ein zweites und ein drittes Mal angeguckt und ich habe auch mal so durchgezählt, ja, wo benutzt der denn die Heißklebepistole? Wie oft ist die denn jetzt wirklich im Einsatz? Ist das ganze Ding mit der Heißklebepistole zusammengeklebt? Weil wirklich den Eindruck hatte man zunächst mal. Naja, er hat halt, ich glaube, den Filz, den er innen reingeklebt hat, die Bedämmung, ich meine, da hat er die Heißklebepistole benutzt. Ja, ich meine, <laughs> der Material an der Wand kleben, ne? warum nicht? Ich weiß nicht, das könnte sogar aber auch selbstklebende, selbstklebender Filz gewesen sein, bin ich nicht ganz sicher. So, aber dann ist mir aufgefallen, Reflexrohr hat er reingeklebt. Naja, gut, aber das, das hätte man auch gar nicht festkleben müssen. Ja, wenn das auf einer CNC gefräst ist und so ein Bassreflexrohr, das, das schiebe ich da ja sozusagen auch saugend da rein. Das fällt sowieso nicht raus. Und dann noch mal einen Tropfen Heißkleber dran zu machen, dient nur dazu, um das noch mal zusätzlich abzusichern. Aber ernsthaft kann ich, hätte ich weglassen können. So, dann hat er die Frequenzweiche. Die ist nicht auf einer, auf einer Platine aufgebaut, sondern frei verdrahtet. Dagegen ist ja technisch überhaupt nichts zu sagen. Das ist ja tendenziell eher gut, wenn man eine, eine Frequenzweiche sozusagen frei verdrahtet, ohne dann eine Platine zu benutzen. So, und die hat dann natürlich, die Bauteile hat er festgeklebt und nicht, wie die meisten machen, auf dem Holzbrett, sondern er hat das halt auch auf so ein Filz-Dings da drauf ja, aber wie gesagt nahezu jeder, der eine Frequenzweiche frei verdrahtet aufbaut, klebt die ja mit der Heißklebepistole da rein. Also ist völlig egal in welcher Preisklasse man da so arbeitet. Ja, die einen oder anderen machen dann noch mal um, um, eine dicke Spule noch mal so einen Kabelstraps irgendwie rum, dass nicht sich losrappeln kann. Aber da waren relativ kleine Bauteile drauf. Also, wir reden hier über eine ganz kleine Zwei-Wege-Box. Ich, ich, ich sage das immer dazu für die Leute, die den Beitrag noch nicht gesehen haben. So, also das waren jetzt auch keine großen schweren Teile, wo man jetzt da irgendwie die Oberangst haben muss, als sich das alles losrappelt, sondern relativ kleine Bauteile auf der Frequenzweiche. Heißklebe, Pistole festgeklebt. Ja, kenne ich tausend Leute, die jetzt so machen. Funktioniert auch. So, und wie gesagt, die Besonderheit war nur, er hat das nicht auf dem Holzbrett geklebt. Sondern halt auf so ein Stück Filz halt. Okay. Ne, hat dann gesagt, ja, dann ist das nochmal ein bisschen besser bedämmt und rappelt ein bisschen weniger, weil das ja tatsächlich auch tut. Ja, muss man das jetzt definitiv so machen? Nee, muss man nicht. Kann man auch auf dem Holzbrett machen. Aber ich fand seine Begründung, warum er es so macht, die war für mich nachvollziehbar. Jeder weiß, wenn eine Frequenzweiche weniger rappelt, spielt die potenziell eher besser als schlechter. So, konnte ich nachvollziehen. Und wo hat er den Heißkleber noch benutzt? Ja, der hat hinterher unter den Lautsprecher so ein paar Gummifüße unten drunter geklebt, damit man die halt tatsächlich ins Regal reinstellen kann. So, da geben die meisten Hersteller einfach ein paar Gummifüße dazu ne, und sagen ja hier, ne, kannst du da drunter stellen, wenn du willst. Und er hat die halt festgeklebt. Kann man das schöner machen? Ja, definitiv kann man das schöner machen. Aber ja, grundsätzlich, ich fand, das war jetzt nicht, das war nicht auf einem Niveau, wo ich gesagt hätte, da muss ich mich jetzt aber technisch schütteln. Wie, wie kann man das so machen? Hier Frank, ne, Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Frank hat auch drunter kommentiert und er Hat einen Kommentar in eine ähnliche Richtung geschrieben und gesagt: Hey Jungs, ihr habt da bestimmt eine ganze Stange Heißkleber verbraucht für den Lautsprecher. Wirklich den Eindruck hatte man auch, weil, weil die so oft da draufschneiden, mit der, wie er mit der Heißkleberpistole in der Hand äh, darum rumfuhr, werkt. Und Frank hat dann noch geschrieben: irgendwie, Naja, so die eine oder andere Schraube zu benutzen, wäre jetzt nicht das Schlimmste gewesen. Und man kriegt dadurch so ein bisschen den Eindruck von China-Verarbeitungsqualität. Und da stimme ich dem Frank auch zu. Ja, absolut stimme ich ihm zu. Aber wie gesagt, nochmal, wenn ich mir die konkreten Teile angucke, wo hat er das benutzt, dann kann ich mich nicht schütteln, weil wie gesagt, Frequenzweiche sehe ich sowieso total oft. Die meisten schieben Reflexrohre einfach nur da rein und kleben die überhaupt nicht fest. Wie also nochmal mit einem Tropfen Heißkleber zu sichern, wie gesagt, also, das finde ich jetzt nicht wirklich tragisch. Und die Füße unten drunter fest so kleben, ja, wie gesagt man kann so einfach so im in, in Tütchen dazu geben, geht ja auch. Man hätte die Füße auch schön verschraubbar machen können. Gibt es ja auch solche Füße, klar. So und jetzt kommen wir genau in die Region. Naja, was kostet denn der Lautsprecher? Weil ja, das, das ist dann eine Frage, die ich mir an so einer Stelle stelle, wo ich wenn ich genau solche Details sehe, wo ich dann denke, naja, hätte man da jetzt nicht irgendwie von unten so ein paar Schraubgewinde irgendwie reinmachen können in den Lautsprecher und dann Füße, die man da drunter schraubt. Das wäre ja schon schicker. So, und dann kommt man drauf, dass der Lautsprecher, der kostet aber 500 Euro. Das heißt, egal was man jetzt von diesem Preis halten mag, aber de facto ist es ja die unterste, unterste, unterste Einsteigerpreisklasse überhaupt. Ja, ich, ich, ich finde, 500 Euro ist nicht so wenig Geld. Okay. Aber guckt euch mal an, wird kleine Zwei-Wege-Dosen halt so kosten im Laden. Und da sage ich mal, für 500 findet man relativ wenig. Und was man da findet, das ist auch definitiv nicht besser verarbeitet, als das, was ich da von den Jungs kriege. Wo ist da denn Grund, sich drüber aufzuregen? Ich finde, da ist erstmal kein Grund. So, und den Part von ich entwickle den Lautsprecher. Der ist nicht da, der wurde nicht gezeigt. Ja, ich, so, ich finde, der Beitrag an sich ist sehr verunglückt. Ich finde aber, die Jungs haben da erstmal nichts falsch gemacht. Und ich weiß nicht, wie der Lautsprecher klingt. Der kann irgendwie ganz toll klingen, der kann auch unterirdisch klingen. Weiß ich nicht. Ich habe den nie gehört. Die haben da irgendwie so ein, so, ein, so ein relativ fettes, also für ein, ein Zwei-Wege-Regalheimer ein relativ fettes Beimer-Chassis irgendwie reingeballert. dann heißt das ist potenziell auch eher irgendwie Brüllkiste auf der dynamischen Seite. Das finde ich ja grundsätzlich, wie ihr mich kennt, erstmal ganz gut. Ich finde es gut, das in dem ganzen Wald voller undynamischer Lautsprecher, dass sich da einer traut, eine Brüllkiste zu bauen. Prima, ne, kriegt er von mir erstmal Daumen hoch. Das heißt nicht, dass die Box gut klingen muss. Das heißt aber auch nicht, dass die schlecht klingen muss. Keine Ahnung. Ja, aber von einer, von einer handwerklichen Machart, wie viel Lautsprecher kriege ich da für wie viel Geld? Fand ich, war da alles in einem relativ grünen Bereich. So, und jetzt kommen wir zu den Kommentaren. Und bei den Kommentaren. Sind die Leute zu einem großen Teil, also ich, ich habe es jetzt nicht wirklich durchgezählt, aber ich würde mal sagen, 30 Prozent der Kommentare, da rasten die völlig aus. Also teilweise wirklich unterirdisch. Teilweise werden die Jungs da wirklich beleidigt. Äh, da sind natürlich dann auch ganz viele Oberschlaumeier dabei und so weiter. Und das, ich sage mal, die Kritiken fingen an mit irgendwie, ja, wir haben jedes Mal einen kurzen getrunken, wenn er die Heißklebepistole in die Hand genommen hat. Ja, ganz klar, das war in dem, in dem Beitrag übermäßig oft zu sehen. Aber ne, man muss dann einfach bei aller Fairness auch mal gucken, wo haben sie es benutzt. Deswegen habe ich das gerade so explizit auseinandergenommen. So, und dann stellt man fest, naja, aber... So viel Heißkleber ist in dem Ding nicht drin. Das erscheint so in dem Beitrag. Also wäre die, wär die, die Box irgendwie zur Hälfte mit Heißkleber geflutet, aber de facto ist es nicht so. So und ansonsten, äh, ne, was, was sind jetzt ernsthafte Kritikpunkte? Ich habe da einen ganz kleinen Kritikpunkt gesehen. Da haben, glaube ich, zwei Kommentare darauf hingewiesen. Nämlich auf der Frequenzweiche hat er zwei Spulen relativ dicht nebeneinander gestellt. Und das ist natürlich so eine, das ist ein bisschen unschön. Hätte man die irgendwie gewinkelt zueinander aufgestellt, ein bisschen weiter voneinander weggepackt und so, wäre sicherlich schicker. Zwei Spulen, die sich dann gegenseitig beeinflussen, ist jetzt nicht so die allergeilste Idee. Aber ich finde jetzt, ich habe schon einiges an wirklich gruseligen Frequenzweichen gesehen und ich fand, die Frequenzweiche war eher nicht auf der gruseligen Seite. Auch wenn mir die beiden Spulen zu dicht beieinander waren. Ja, so. Das, aber das sind so Sachen, die sind dann gar nicht gesehen worden, sondern es, alle haben halt darauf rumgeritten, erstmal irgendwie Heißkleber. Dann war das nächste Ding, dass ich natürlich, wie immer, Leute darüber aufregen, ist ja viel zu teuer. Ist ja viel zu teuer. Und ich finde, auch die Fraktion gibt es ja immer. Man kann ja bauen, wird man will. Es gibt immer Leute, die sagen, viel zu teuer. Und dann aber, woran denn gemessen? Ja, so einen Lautsprecher haben wir irgendwie vor 30 Jahren schon für ein Huni gebaut oder so. Ja, solche Kommentare, wo ich dann denke: Leute, schaut euch doch mal an, was heute die Preise sind. Also der lässt sich ein Gehäuse beim Schreiner fertigen und zwar nicht in einer hunderter Stückzahl, sondern ein Paar, zwei Stück in Hochglanz lackiert, ja auch nice lackiert. Also er ist nicht echt ätzend, sondern wirklich nice. Ist ist schön, kann man echt durchgehen lassen. So und da kostet doch schon so ein Gehäuse. In der Größenordnung, also mal mindestens, dann hat er aber richtig günstig gekriegt, 150 R200. Er sogar noch drüber, würde ich mal so sagen. Ja, wie gesagt, das ist, ja, das ist keine Serienfertigung von ja, mal mindestens irgendwie äh, dreistellig oder so. Nein, ein paar, zwei Stück. So, dann sitzen da relativ ordentliche Chassis drin. Dann sitzen da relativ ordentliche Weichenbauteile drin. Ja und das Ding ist irgendwie von Hand zusammengeschraubt und so weiter. Das fällt nicht vom Fließband einer nach dem anderen. Point, point, point ist ja nicht so. Der hat hätte auch mindestens mindestens mal eine Stunde rumgewickelt. Wenn ich die Wege zum Schreiner hin und zurück da irgendwie noch mit einrechne, dann noch eher zwei Stunden. Ja, so das muss ja irgendwie in den Preis mit einfließen. Das heißt, wenn ich den Lautsprecher mal so komplett durchkalkuliere, wird kostet der denn die Jungs? Im Einkauf um überhaupt nur das Material und so weiter mit deren Arbeitszeit. Und dann sage ich mal locker 250, 300 Euro ganz bequem. Ganz bequem. Das ist schon eher optimistisch gerechnet. Weil man hat ja immer noch hier irgendwie ein bisschen gefuddelt und da nochmal die Anschlussterminals. Ja, was, ne, die kosten nicht allzu viel, aber ist wieder ein bisschen was drauf. Die Gummifüße unten drunter kosten nicht allzu viel, ist aber wieder ein bisschen oben drauf. Nochmal ein bisschen Innenverkabelung, nochmal ein bisschen irgendwie Filz, nochmal ein bisschen hier, ein bisschen da. Ein paar Schrauben, weil es ist ja alles auch noch so Kleinkram, der sich oben drauf leppert. Und wie gesagt, der hat es ja auch selber zusammengeschraubt und am Ende, dieses 500 ist ja auch der Preis. Da ist noch eine Verpackung drumherum, das Ding muss man dann irgendwie verschicken, da muss man auch Garantie drauf geben und so weiter. Und da finde ich, wenn ich diesen Preis sehe, muss ich sagen, das ist ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wirklich sehr gut. Kann man, kann man überhaupt nicht meckern. Dass 500 für einen Lautsprecher heute viel ist, jo, ne, geschenkt. Dass irgendwie hi teilweise in irgendwelchen, irgendwelchen sphärischen Preisregionen sich bewegt, geschenkt. Ne? Auch wenn, wenn Hi-Fi generell sphärisch ist, kann man da trotzdem viel finden. Aber ich muss einfach auch mal sehen, also am Ende des Tages machen die das ja, um damit Geld zu verdienen. Das geht ja jetzt nicht darum, dass sie da hocken in ihrer Butze, ne? denen vor Langeweile irgendwie der Kit aus der Brille rieselt und die dann irgendwie sich denken, ja, äh, na komm, bevor wir jetzt gar nichts machen, machen wir mal einen Lautsprecher und verschenken den dann. Das, ne, mit dem Ansatz macht das keiner. Da, natürlich wollen die auch ein bisschen Geld damit verdienen. Deren Hütte kostet eine Miete und so weiter und so fort. Entwicklungskosten habe ich noch gar nicht drüber gesprochen. Na also, ich weiß nicht, worüber sich da Leute aufregen. Und, wie gesagt, und teilweise war es echt, es war teilweise was beleidigend. Ne, auch was den, den Preis angeht und, und dann halt verglichen mit, ja, ich habe aber vor 30 Jahren mal irgendwie, ja, ist schön. Ne, vor 30 Jahren, mein Gott, da war die, da war die Welt noch schwarz-weiß. Ne, was hat vor 30 Jahren ein Quadratmeter-Multiplex gekostet oder MDF gekostet? Und was kostet ja heute? Ne, ich weiß nicht, was der MDF vor 30 Jahren gekostet hat, keine Ahnung. Aber ich, ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, das war billiger als heute und zwar auch eine Ecke. Und habe ich mir selber gebaut, ja, aber wie hat das denn ausgesehen? War das auch so schön in Hochglanz lackiert und, und so weiter? Ja, das sind ja alles Faktoren, die am Ende des Tages da reinspielen, die so einen Preis halt dahin schieben, wo er halt ist. Und ja, wie gesagt, ich, ich fand die, die Kommentare darunter echt wirklich übel und da waren auch wenige Leute dabei, die irgendwie... Äh, wo ich dachte, die haben Ahnung. Also, ich bin Tontechniker und so eine Scheiße, hätte ich mir gar nicht erst angucken sollen. Und da hat ein anderer geschrieben, ja, aber hast du den Lautsprecher mal gehört? Ja, äh, so würde ich mir ins, ins Tonstudio irgendwie gar nicht reinstellen. Ja, aber wieso denn nicht? <laughs> wieso denn nicht? Na ja er, er muss da irgendwie hochwertige Lautsprecher haben und so weiter. Und da denke ich nur, ja, Yamaha NS10, ganz toll, ich klatsche mal Beifall das ist ja nicht besser gemacht als ist ja auch irgendwie ne, so eine Brüllkiste, die eigentlich qualitativ komplett unterirdisch ist und die ist noch nicht mal billiger. Also, pff, ne, also Throntechniker hin oder her, da denke ich nur, ja, Throntechniker, wenn der Tag lang ist, labern die genauso schlimm ist wie wir auch. Na, das ist und, wie gesagt, es, es Ihr könnt euch vorstellen, irgendwie bei, bei 200.000 Leuten, die das Ding geguckt haben, entsprechend viele Kommentare darunter. Und wie gesagt, Ganz viel fand ich, war beleidigend, war, war unqualifiziert äh, und so. Das ist sozusagen meine Meinung zu diesem, zu diesem Beitrag. Ich fand, der Fail hat eigentlich schon beim, beim Kamerateam angefangen und eigentlich in erster Linie, weil ich finde, wenn ich sowas filme, müsste ja auch aus dem Eigeninteresse des Filmteams äh, sein. Ich filme das so, dass das möglichst interessant aussieht, dass das möglichst, ne, dass man sagt, oh ja, klasse, auch oh, guck mal, was die da machen und so weiter. Definitiv. Aber die beiden Jungs waren halt auch so, das sind so echt so, so bodenständige. Na, die halt dann einfach auch kein Shishi machen und ist ja okay, aber irgendwie gehört das natürlich im hi auch dazu, dass man da immer so einen riesen Regentanz auf, aufführt, damit dann irgendwie die Leute denken, Wahnsinn, was da abgeht. So, Ich finde teilweise auch relativ bescheuert, das zu tun. Aber man muss ja auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, wie die Branche so funktioniert. Und gerade wenn ich sozusagen was im Fernsehen verkaufen will an ein größeres Publikum, ja, ich finde, da muss man, da gehört einfach dazu, auch so ein bisschen irgendwie zu rascheln und zu klappern und zu sagen: Ja, hier, wir sind die Allergrößten, weil das machen ja irgendwie grundsätzlich alle Hi-Fi-Leute zu sagen, dass sie die allergrößten sind. Und äh, ne, so funktioniert halt die Welt. Aber wie gesagt, das hatten die Jungs halt auch nicht auf der Reihe, weil ja, das sind halt dann Hi-Fi-Leute, ne? bodenständige, relativ bodenständige Hi-Fi-Leute. So in deren Kopf tickert halt, wir machen einen Lautsprecher für kleines Geld, der halt halbwegs so spielt, wie wir uns das vorstellen. Wie wir hi leute halt so ticken. Na, das sind keine Medienexperten. Und wie gesagt, das ist so, diese zwei Welten sind aufeinander geprallt. Das, das ist für mich die Quintessenz von dem ganzen Ding. Da sind zwei Welten aufeinander geprallt, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Wo der eine nichts über die Welt des anderen weiß, und dabei ist genau so ein Ding rausgekommen. Weil man hätte ja durchaus sagen können, hey, pass auf, ja, so ein, so ein kleines Regalding, was du da irgendwie, wo du nur ein paar Teile irgendwie reinklebst, ist ja jetzt unter dem Begriff Handwerk nicht richtig spannend, weil es ja immer mit einem größeren Lautsprecher Hast du irgendwas, was richtig aufwendig ist. Weil die hatten auch verschiedene Modelle und so weiter und so fort. Ne? Pass auf, wir machen den, den Beitrag. Wir kommen nicht morgen mit der Kamera vorbei, sondern wir kommen nächsten Monat vorbei und dann kannst du dich darauf vorbereiten. Ne? Oder du rufst uns an, wenn du mal was so ein richtig aufwendiges Ding baust. Wir würden dich gerne irgendwann mal im, innerhalb des nächsten Monats filmen. Ruf uns an. Ne? So. so hätte man die Geschichte auch angehen können. Aber am Ende des Tages. Naja, auch so ein Filmteam muss halt einfach Meter machen, die müssen irgendwas abliefern, ist auch nicht so einfach, jede Woche aufs Neue dann irgendwie so eine, so eine, so eine Handwerksbude zu finden, weil das unterschätzen natürlich auch sehr viele. Das, ein einzelnes Video zu machen ist total easy und das kann auch nahezu jeder. Und wenn ich sowieso Aufwand betreiben kann bis hinter Indien, ist das erst recht leicht. Aber es wird dann schwierig. Wenn ich mit einem festen Zeitplan alle paar Tage so ein Ding raushauen muss, da besteht sozusagen die Schwierigkeit schon in der, in der schieren Anzahl, immer wieder irgendein Thema zu finden, irgendjemanden zu finden, der irgendwas zusammenbaut und so weiter und so fort. Das alleine macht die Geschichte schwieriger. So, und. Ähm, na, klar, wird natürlich von Rundfunkbeiträgen bezahlt, aber na, die Rundfunkbeiträge, da kommt dann beim einzelnen Kamerateam auch nichts mehr an. Ne? <laughs> dann greift erstmal der Vorstand die Sahne ab, dann werden irgendwie die, die ganzen Rentenbezüge bezahlt und wird dann bei dem Kamerateam überbleibt. Wie gesagt, wir brauchen es nicht führen, wir brauchen es bis Mittwoch. Na, dann, so Ich fand es natürlich aus HiFi-Sicht schade. Ne? Ich hätte da gerne wird deutlich aufwendigeres gesehen. Ähm so und ich sag mal auch diesen hatte ich ja schon mal auch im, im Gespräch mit dem Holger Baske. Ich tue mich halt schwer, wenn man bei so einer Firma dran schreibt Manufaktur, weil das is ist es für mich nicht. Ja, das sind zwei Bastelbrüder und ich habe auch über gegen Basteln hab ich nix. Ich habe gegen Basteln einfach überhaupt nichts. Und für mich heißt Basteln auch nicht, dass die Qualität irgendwie schlechter ist oder, oder. ganz im Gegenteil. Aber wenn ich was als Manufaktur verkaufe, ne, eine Manufaktur ist für mich was, wo, wo ein Produkt sozusagen in verschiedenen Arbeitsgängen von verschiedenen Leuten gebaut wird. Ja, wenn ich eine Person habe, der nimmt das Einzelteilpaket vom Postboten an. Lötet und schraubt den ganzen Kram zusammen und packt es hinterher am besten auch noch in den Karton. Dann ist das für mich keine Manufaktur. Manufaktur heißt, da sind verschiedene Arbeitsschritte. So eine Manufaktur kann relativ klein sein. Da muss jetzt kein 200-Mann-Betrieb sein. Ich sage jetzt mal so etwas wie, wie Inakustik. Das ist für mich auf der kleinen Seite eine Manufaktur für Kabel. Warum? Deren Kabel, also deren größeren Kabel, die kleinen werden natürlich nur von der Rolle abgeschnitten, aber die, die großen Kabel von denen, da ist relativ viel Handwerk drin. Aber ich habe verschiedene Fertigungsstationen. Ja, der eine wickelt die Kabel da irgendwie durch und der nächste macht irgendwie das darüber und der nächste abisoliert die und der nächste krimpt da den Kram zusammen und der nächste, ja, so. Da habe ich eine Fertigungsstraße. Von mehreren Personen und das durchläuft. Das macht für mich eine Manufaktur aus. Das gibt es in, wie gesagt, in klein, wenn ich so etwas wie, wie in der Akustik mir angucke. Da gibt es natürlich auch in groß, wenn ich mir so in wie Kanton angucke. Kanton ist für mich auch noch keine Industriefertigung in dem Sinne, weil da jedes einzelne Ding von einzelnen Leuten angefasst wird und zusammengeschraubt wird. Aber halt auch, da ist der, der, der Faktor ist, Fertigungsstraße, verschiedene Fertigungsschritte und dann sozusagen manuell händisch. Das ist der Punkt, der für mich eine Manufaktur ausmacht. Eine Person schraubt irgendein Ding von Anfang bis Ende zusammen, ist für mich Bastelbude. Wie gesagt, mit, mit, mit der maximalen Liebe, mit der ich das sagen kann. Also, ich, ne, ich halte das für gar nichts Negatives, überhaupt nicht, kein bisschen. Ja, Aber sozusagen na, auch diesen beiden Jungs da in ihrem Laden, diesen Stempel zu geben, Manufaktur, das sind sie einfach nicht, ne? schlicht und ergreifend. Und dann, da gehe ich auch dann als Zuschauer mit so einer gewissen Erwartungshaltung daran, wenn, wenn ich an Manufaktur, wenn mir einer sagt, wir machen hier einen Beitrag über eine Manufaktur, dann erwarte ich sowas zu sehen wie, keine Ahnung, Leica. Ja, das wäre für mich so das klassische Bild, weil ich mit dem Namen Manufaktur verbinde oder ne, wie gesagt, äh, Kanton von mir aus auch. Ja, das, ist, das ist eine relativ große Bude, nett gemacht, äh, Fertigungsstraße, äh, wuselig, Leute irgendwie durcheinander. Hier ist unser Lager, da ist unser dies, da ist unser das, hier können wir nochmal messen, da ist So eine Vorstellung habe ich dann in meinem Kopf und da habe ich nicht. Im Kopf, <laughs> ein Typ baut ein Produkt völlig alleine da irgendwie zusammen und sagt dann: Ja, hier ist fertig und ich mache es nochmal im Karton drum und dann, dann rufe ich auch noch bei der Post an, dass einer vorbeikommt und das Ding abholt. <laughs> das, so, das ist für mich nicht Manufaktur. Ja, ne, kann, man, kann man irgendwie unterschiedlich drüber denken. Ich, ich fand halt, dass die, dass die Jungs da schon sehr. Teilweise sehr drastisch gebasht worden sind. Also ich habe da die, die übelsten Dinger, wollte ich jetzt auch gar nicht zitieren. Weil, wie gesagt, teilweise war das wirklich so persönlich äh, doof anmachen von der Seite äh, und so weiter und so fort, wo ich gedacht habe: naja, na, naja. So, das war mein, mein Wort zum Sonntag, was sozusagen diesen Beitrag da angeht. Kommentiert mal drunter. Also schaut euch diesen SWR-Beitrag, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut euch das an, kommentiert das. Wie gesagt, Heißkleber ist, ist halt einfach so ein Thema da drin. Aber ne, überprüft mal. Ist das ein Thema da drin, weil äh, die wirklich das ganze Ding irgendwie nur mit der Heißkleber zusammen. Oder ist das so einfach nur unglücklich zehnmal hintereinander geschnitten worden und dadurch entsteht der Eindruck? Na, wenn ich, ich sag mal, wenn ich jetzt einen Beitrag machen würde. Und er nimmt die Heißklebepistole in die Hand und klebt da ein so einen Gummifuß darunter. Dann schneide ich danach weg und zeige danach was anderes. Dann halte ich nicht nochmal drauf und mache dann den nächsten Schritt wieder den nächsten Gummifuß wieder mit der Heißklebepistole. Und dann den nächsten Gummifuß wieder mit der Heißklebepistole. Ja klar, dann habe ich das im Film natürlich zehnmal gesehen. Das zeigt man halt einmal und fertig. So geht Film, aber das ist natürlich. Ja, wer solche Beiträge äh, schneidet und produziert, ist jetzt natürlich auch nicht unbedingt der begnadete äh, Filmkater, <laughs> Sondern das ist halt dann auch so die Fraktion. Ja, wer macht das denn gerade? Ne? Ja. Ähm. Ich, ich finde halt, der SWR hat da mehr gefehlt als die Jungs. So. Jetzt aber gut, ne? Das war das, habe ich über das Ding auch irgendwie ausgiebig lange gesprochen. Und äh, jetzt interessiert mich vielmehr eure Meinung dazu, sehe ich das falsch oder äh, ne, waren die Kommentare einfach unfair und ihr seht genauso, weil äh, ne, hier ist natürlich auch ein, ihr seid ja auch Leute, die, die sich irgendwie die ganze Zeit mit HiFi beschäftigen und selber auch teilweise Sachen bauen und so weiter und so fort. Ähm, ne, da waren vielleicht einfach auch sehr viele, die da kommentiert haben, die einfach gar keine Ahnung haben, wie HiFi funktioniert. Und dann kommen da auch so krude Kommentare da zustande. Ich bin gespannt. Schreibt mir bitte was unten drunter. Sagt was dazu. Und ansonsten, Thema durch. In dem Sinne, bleibt mir gefogen und natürlich wie immer auch Glück auf.